Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir waren wieder beim Aldi. Wir kaufen ja überall mal gerne ein. Ihr wisst vielleicht hoffentlich, wenn ihr es nicht wisst. Wir gehen überall gerne rein und schauen, was es da alles gibt an veganes Zeugs. Das gibt es natürlich überall, weil überall gibt es Obst und Gemüse und Getreide und Hülsenfrüchte. Ja, alles gibt es überall natürlich. Aber ja, wir waren halt in der Zeit öfter beim Aldi. Heute halt wieder. Wir haben nämlich so eine Ecke in Frankfurt, da sind alle Geschäfte nebeneinander. Also das Aldi, Aldi, Penny, Netto, ein bisschen weiter weg der Netto, aber der ist auch da. Rewe und Lidl und Dens und DM. Die sind alle da zusammen und das liebe ich, da gehen wir gerne hin, wenn uns noch was fehlt, in die anderen Geschäfte gehen können, genau. Heute waren wir halt wieder beim Aldi und ich zeige euch jetzt, was wir alles gekauft haben. Ihr seht es vielleicht schon ein bisschen, wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt jetzt dran. Wenn euch Hauls gefallen und alles zum Thema Veganismus, also auch Rezepte, Taste-Tests, oder Eat in Days oder Weeks jetzt Inspiration, dann gerne diesen Kanal abonnieren. Nicht verpassen! Das wäre nämlich schade, wenn ihr ein neues Video verpasst. Ich freue mich, wenn ich euch wieder hier sehe bzw. lese. Deswegen kommentiert gerne. Als erstes, es gibt wieder, das war mir gar nicht bekannt und ich weiß nicht, ob das eine Aktion ist oder ob es das generell gibt, aber Beyond Meat gibt es da. Wieder tiefgefroren, Beyond Burger, vegane Burger. Das ist ja, muss ich sagen, von allen veganen Burgern fand ich den immer noch am besten, ja. Irgendwie immer noch. Ich mag den von Lidl sehr, sehr gerne. Ist aber eine andere Art. Ist nicht so Beef-mäßig, sondern mehr so Geflügel-mäßig, wenn man so will. Und der kommt, finde ich, immer noch so dem Beef-Burger, so wie ich es in Erinnerung habe zumindest, noch am nächsten. Deswegen ist das so mein Favorit. Aber da scheiden sich die Geister sehr beim Beyond Meat. Viele mögen das nicht. Es hat nämlich so einen Grillgeschmack. Genau, ist auch gewöhnungsbedürftig und es ist auch sehr intensiv. Aber ich mag ihn schon. Ab und zu halt, ne? Kann man mal machen. Und dann war es halt wieder da, hat mein Freund sich dann gleich geschnappt, hat er gesehen, hat er sich gleich geschnappt. Können wir mal demnächst wieder machen. Und dann als nächstes, ich zeige euch erstmal die TK-Sachen, weil die müssen jetzt weg. Beerenmischung für meine Smoothies. Es gab fast gar nichts mehr. Irgendwie war alles ausverkauft. Irgendwie macht, glaube ich, jeder gerade Smoothies oder Blitzeis bzw. Nice Cream. Was cool ist natürlich, aber ja, da hatte ich halt leider nichts mehr. Das war so das Einzige an Früchten, TK-Früchten, die noch da waren. Also eine Beerenmischung. Die habe ich noch nie geholt. Ich hole nämlich immer ganz gerne nur eine Sorte. Aber okay, nehmen wir mal die Mischung. Das wird ziemlich sauer. Sehe ich jetzt schon. Johannisbeeren sind drin. Ja, das wird sauer. So, TK ist aus dem Beige. Dann gibt es weiteres. Wieder Obst natürlich. Meine Kiwis, meine Golden Kiwis. Ich liebe die sehr. Ich snack die ganz gerne. Das ist eigentlich eher so ein Snack. Manchmal mache ich sie auch ins Müsli rein. Aber mehr so als Snack. Dann natürlich wieder meine Bananen, wie immer. Ja. Sehr gerne. Übrigens kaufe ich die auch ganz gerne mal sehr reif. Gibt es in manchen Supermärkten auch super reif und dann packen die die schon zusammen und machen die billiger. Also wenn die schon braun sind. Die kaufen und dann könnt ihr die klein schneiden und einfrieren und habt dann eine tolle Basis für eure Smoothies zum Beispiel oder eben Ice Cream. Ne? Deswegen, ich mache das mal ganz gerne, wenn ich sehr reife habe und eben nichts backen möchte. Dann mache ich das immer mit denen. Aber nur so als Tipp. Also das hat öfter der Nahkauf, bietet sowas an. Der sammelt dann irgendwie die Ware, die schon ein bisschen überreif ist und dann kriegt ihr das sehr günstig. Also so mega viele Bananen für einen Euro zahle ich meistens, ja. Dann habe ich Plattpfirsiche geholt. Ich liebe die, ich finde die leckerer und besser auch zu essen als die runden. Das ist mehr das Ding, besser zu essen, weil man so gut so reinpassen kann, ne? Wenn man die so halten kann. Hier ist der Stein in der Mitte, das ist so perfekt. Das andere, das zerläuft dann alles und blablabla. Das ist schon praktischer. Und ich mag die einfach vom Geschmack her halt auch. Die sind ja weiß, fleischig, sehen auch schöner aus und ach, ist lecker. Für Desserts und aber immer für Snacks. Ich esse, also habt ihr jetzt alle das Obst für Snacks. Dann eine Grapefruit. Schon lange nicht mehr gegessen, hatte ich mal wieder Lust drauf. Gab es voll weniger auch nur. Irgendwie hatte jeder Lust drauf gerade. Eine Zitrone. Dann habe ich auch Limette geholt. Die hat mir in den letzten Rezepten so oft gefehlt. Deswegen dachte ich mir, wäre mal nicht schlecht, die jetzt zu holen. So ein Viererpack. Jetzt habe ich nur gerade nichts so, keine Idee, was ich damit mache, aber gut, man kann das ja immer nehmen, zum Würzen einfach, ne? Zum Verfeinern. Frühlingszwiebeln habe ich auch schon lange nicht mehr gekauft. Das ist eigentlich auch so ein Basic, was wir immer da haben. Hatte ich irgendwie die Nase voll in letzter Zeit. Ich hasse es auch, wenn die das Riesenteil im Kühlschrank zu verstauen. Unser Kühlschrank ist nämlich so mini. Ich hasse unseren Kühlschrank, ja, der ist viel zu mini und das passt da kaum rein, aber ja. Und was ich immer machen wollte, das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, ne? Man darf halt nicht komplett abschneiden, sondern nur so ungefähr da, wo jetzt das Gummibund ist. Da schneidest du ab und dann kannst du diesen Teil mit den Wurzeln ins Wasser stellen und dann wächst es immer nach. Und dann kannst du immer nur bei Bedarf das oben abschneiden, aber das bleibt dann so. Eigentlich geil. Ich habe es nie geschafft, weil ich immer das Komplette brauche. Ich mag halt auch gerne den weißen Teil, muss ich sagen. Ja, Moment, ich muss noch trinken.
Oh mein Gott, heute wieder 35 Grad, sage ich nur 35 Grad. Aber der Aldi war saukalt. Das ist schon mal gut. Dann, die hatten jetzt gerade so eine italienische Woche. Deswegen habe ich hier wieder Aceto, Balsamico, die Modena geholt. Wir brauchten halt wieder Balsamico-Essig. Das ist jetzt einfach so einer, nicht diese Creme, sondern einfach normaler Balsamico-Essig, oder? Ja, doch, der ist flüssig. Ich war mich erstmal nicht sicher. Ja, da ist nur das drin. Dann aus dieser italienischen Woche habe ich noch so einen Bruschetta-Aufstrich genommen. Olive ist das. Das war, meine ich, vegan. Ja, doch. Ich muss das erstmal, ich habe es tausendmal angeschaut, ich war mir nie sicher, okay, da ist Milchsäure drin, aber wie gesagt, das ist ja meistens in Verbindung nur mit Milchprodukten, ist da das dann nicht vegan. Dann eine Melone, so eine kleine, ich hoffe, dass sie bald gut ist, ich will die nämlich jetzt am liebsten jetzt sofort verputzen. Wir haben einige Melonen geholt, dann nochmal so eine Honigmelone, habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Ich hoffe, dass sie gut ist, das ist halt immer das Ding mit Melonen, ne? Wie, woher weiß man das? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe die jetzt alle meinen Freund rauspicken lassen, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann die gut ist. Ich versuche dann mal daran zu riechen, ist das was? Ist das ein Indiz? Ich weiß noch, bei der Wassermelone ist es so, dieser Teil, also wo ist doch manchmal so ein hässlicher Fleck, irgendwie so. Also ich gucke immer nur nach dem Fleck. Wenn ich den Fleck sehe, eindeutig, dann nehme ich sie mit. Das gelingt mir auch, aber bei den Melonen keine Ahnung. Dann nochmal italienische Woche, ne? Risotto-Reis gab es jetzt, sehr cool. Esse ich ganz gerne mal. Ja, ganz gerne mal. Deswegen ist ganz gut gewesen. Jetzt hätte ich mal wieder Lust drauf, ist okay. Deswegen mitgenommen. Kokosmilch, die haben ja auch Fette reduziert. Ich hole ja eigentlich immer die Fette reduzierte. Ich weiß, da ist dann mehr Anteil von Wasser oder was auch immer. Hoffentlich meistens nur Wasser. Und das ist auch das einzige Produkt, was ich fettreduziert kaufe, ist, weil ich mag das, schmeckt leichter. Es ist nicht zu fettig manchmal, nicht so reichhaltig, wenn du es zum Beispiel für Curries machst oder so. Und es ist dadurch nicht so schwer. Allerdings, wenn du was backen willst oder Süßspeisen machen willst mit Kokosmilch, finde ich, da muss das immer eine volle, also eine Kokosmilch mit vollem Fett sein. Dann habe ich eine Süßkartoffel, auch so ein Basic wieder. Ich mache halt in letzter Zeit sehr gerne einfach nur die in Airfryer, so als Chips quasi. Also nicht Chips, sondern so wie Pommes. Andere Formen, auch manchmal nicht wie Pommes, sondern einfach nur in Scheiben oder sowas. Je nachdem, einfach irgendwie, dass ich das dippen kann in etwas. Wie zum Beispiel Guacamole. Ich habe die jetzt mal mitgenommen wieder. Also ich habe schon mal gesagt, ich kaufe nicht so oft Avocado. Also ja, nicht so oft, wie man vielleicht denkt, wie Veganer. Man darf nicht alle über einen Kamm scheren, Avocados kaufen. Dann habe ich eine Schokolade gekauft. Oh, die ist verbogen. Eine Schokolade, die habe ich mir noch nie geholt. Die Orange Mandel. Die haben ja drei, ich glaube, die drei Mandelsachen. Einmal, da stand dann Nussmandel, da war noch eine andere Sorte und dann halt Orangemandel. Die sind alle vegan. Steht auch hier nochmal drauf. Tatsächlich so. Ich habe erstmal gelesen, ich habe das nicht gesehen, das Zeichen. Weil ich achte nicht so sehr darauf, muss ich sagen. Ich lese immer erstmal. Ja. Und dann weiß ich es, genau. Aber ja, die ist vegan. Das soll ich jetzt mal probieren. Ich will mal jetzt probieren, warum nicht. Oh, die ist ja so einzeln verpackt. Wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre eine ganze Tafel. Ich habe das noch nie gekauft. Ich habe auch so lange keine Schokolade mehr gekauft und auch gegessen. Mmh. Mmh. So was Leckeres gab es schon die ganze Zeit. Ich habe das erst jetzt gekauft. Total fruchtig, die Orange. Und dann hast du ein bisschen Biss durch die Mandeln. Ist ja echt lecker. Zwiebeln, ein Basic. Dann Backpulver, ein Basic. Dann Tofu, ein Basic. Wobei, ich mag, habe ich schon mal gesagt, ich mag nicht so gerne Tofu von Aldi, aber wir waren halt jetzt gerade da. Deswegen haben wir jetzt, wir haben gesagt, wir kaufen diesmal nur in einem Geschäft. Wir hatten keinen Bock, noch woanders hinzugehen, weil es so heiß ist. Und deswegen muss es jetzt dieser Tofu sein. Allerdings habe ich jetzt eine Verwendung für so trockenen Tofu. Es kommt halt auch echt drauf an, was man macht. Weil ich mag ja Tofu gerne, wenn er zum Beispiel auch komplett ungewürzt ist und roh. Muss er halt auch saftig sein. Wenn er so trocken ist, dann kannst du ihn für andere Dinge benutzen. Und das werde ich jetzt machen, zum Beispiel gut marinieren oder mit Soße und so. Dann habe ich die noch geholt, die hole ich ab und zu mal schon lange nicht mehr geholt. Die Hafercookies mit Zartbitterschokolade, die sind auch vegan. Steht auch hier nochmal drauf. Die sind ganz lecker, ja. Also die sind schon sehr süß, finde ich. Könnten weniger süß sein, aber sind schon sehr lecker. Dann gab es das. Das ist, glaube ich, nur so ein, jetzt so eine Aktionsware. Glutenfreie Haferriegel Creamy Pineapple. Die haben ganz viel glutenfrei. So ein richtiges, volles Regal gehabt. Mit allen Sachen glutenfrei. Also jetzt nicht nur so Riegel, sondern da gab es auch alles Mögliche. Burger Buns zum Beispiel, habe ich noch nie gesehen. Glutenfrei. Und alles Mögliche. Cornflakes, Nudeln etc. Das sind einfach so auf Haferflockenbasis und Kokosnusschips. Oh, das ist geil dann. Kokosnuss und Ananas. Passt ja mal gut, ne? Piña Colada und so. Dann Gurken. Ein Basic. Und diesmal zwei, weil wir ziemlich gerne Gurke essen. Für Rohkost.
Salate, alles mögliche. Ich mag das gerne als Crunch irgendwo drauf oder drinnen noch zu haben auf warmen oder lauwarmen Sachen, Reisbowls und so. Dann hast du noch Gurke, ist schon gut. Generell Bowls ist das ganz gut. Dann habe ich eine Aprikosenkonfitüre gekauft. Ich mag in letzter Zeit wieder ganz gerne süß auf Brot zu essen. Also zum Beispiel statt Margarine nehme ich gerne so eine Nussbutter, am liebsten Mandelmus und dann irgendeine Konfitüre. Und jetzt habe ich mich mal wieder für Aprikose entschieden, schon lange nicht mehr. Und das ist mein Brot. Moment, ich zeige euch mal. Ich mag das total gerne, das ist so geil. Wo ist denn das? Und es hält sich so lang außerdem. Dieses hier, das pure Haferbrot, so heißt das, mit 25% Ölsaaten. Das ganze Brot ist voll mit Körnern. Ist einfach nur Korn, Korn, Korn. Gute Sachen, also auch Flohsamenschalen zum Beispiel, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Haferkerne, richtig geile Sachen, richtig geil. Also ich mache das sehr gerne, ich toaste das auch manchmal, mache das so kross und das passt ganz gut, so Nussmus drauf und dann eben was Süßes, also Aprikosenkonfitüre eben zum Beispiel. Sehr lecker, aber passt auch herzhaft. Dann eine Mango, habe ich dir schon gezeigt, ich weiß es nicht, es rollt hier alles rum. Nektarine, Äpfel. Das ist ja so ein Ding hier, was die haben. Das habe ich erst jetzt gelesen. Krumme Dinger. Krumm in der Form, makellos im Geschmack. Das sind hier so krumme, obwohl ich da nichts sehe. Die sehen alle perfekt aus sogar. Aber so ist es wohl. Also die haben krummes Obst, Gemüse gesammelt und dann ist das hier zusammen in dem Beutel. Dann, achso, nochmal aus der italienischen Ecke gab es das hier, Cannelloni. Die sind 100% aus Hartweizengrieß. Muss ja auch mal schauen, obwohl italienische Nudeln, also Pasta, meistens wirklich nur 100% Hartweizengrieß ist. Man muss schauen, aber wenn es so Suppensachen sind, ist da meistens auch Ei drin. Ansonsten ist es meistens vegan. Und da hatte ich jetzt so Bock drauf, zum Beispiel, das kann man sehr gut machen mit dem anderen Stück Tofu. Wisst ihr, wo habe ich das gemacht? War das bei meinem Dreigänge-Weihnachtsmenü, meine ich? Genau. Also falls ihr Interesse habt, schaut euch das gerne mal an. Da habe ich nämlich selbstgemachte Ravioli gemacht und ich würde diese Füllung machen. Genau das gleiche, aber hier rein dann. Und dann einfach nur mit Tomatensauce. Das wird gut, gut, gut. Salat. Romana mag ich sehr gerne. Also ist mein Liebster eigentlich. Romana-Salat ist mein Liebster. Kriegt man meistens selten im Großen. Hatte ich neulich in meinem What I Eat in a Week sogar. Hatte ich einen. Aber kriegt man selten. Die Herzen kriegt man öfter. Ich mag den, weil er so knackig bleibt. Und ich mag den, weil die Form sich anbietet für so ein Schiff, so ein Wrap. Und dann, ihr wisst, man kann gut Sachen reinlegen und dann so essen. Sehr gut. Dann aber noch einen anderen Salat. Also das ist so ein Mix. 3-2 Mix-Dinger. Genau, wenn man mal so als Salat ihn wieder essen will. Tomaten aus der Dose. Surprise, surprise. Jetzt kommen die üblichen Verdächtigen wieder, wie Champignons zum Beispiel. Brokkoli. Habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt, Brokkoli. In letzter Zeit habe ich immer Blumenkohl gekauft. Ja, hat man wieder Lust, ist gut natürlich. Sehr grünes Gemüse, das ganz grüne. Ihr wisst, wie dunkler, umso besser. Bohnen haben ja gerade Saison. Und ich liebe Bohnen, oh mein Gott. Ich liebe das einfach, ihr habt es schon gesehen, auch vielleicht in meinem letzten, einer der letzten Videos, wie ich die mache, einfach mit Tomaten, Zwiebeln, Olivenöl, das war's. Manchmal mache ich da, obwohl, was heißt manchmal, beim letzten Mal habe ich es zum ersten Mal so gemacht mit Eiwa. Es ist so gut, es hält sich auch gut, kann man kalt, kann man warm essen, yummy. Dann von Schneekoppe diese 5-Korn-Mix. Ich finde es nur schade, die haben ja alle Müsli von Aldi, alle, ob das jetzt Bio ist oder deren normalen Sachen oder auch die Schneekoppe, alle haben Zucker. Why? 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 Bitte ein Müsli ohne Zucker. Wie wäre es damit? Alle haben Zucker, weil hier sind die Weizenflakes drin und da ist nochmal roher Zucker drin. Und dann Wraps, Aircon Wraps mit Leinsamen. Das sieht auch mal so gesund aus, aber da ist natürlich auch Kram drin und so, ne? Ist auch Zucker drin, zum Beispiel Traubenzucker. Dann hier nochmal meine Pflanzendrinks. Die zwei habe ich mitgenommen. Einmal Hafer, weil ich bin Hafer-Girl. Und einmal diese Soja-Reis-Mischung. Ich finde es so cool, dass mittlerweile die Hafer, nicht nur Hafer, sondern dass generell mittlerweile es in mehreren Geschäften die Möglichkeit gibt, nicht Hafer, ich will mal Hafer sagen, Pflanzendrinks unter einen Euro zu kaufen. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Top. Das wollte ich nur mal sagen. Das war mein XXL Aldi Haul. Ziemlich viele Sachen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich verräume jetzt den Kram und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne könnt ihr das jetzt sofort ändern, indem ihr abonniert und zum Beispiel auch die Glocke aktiviert. Dann kriegt ihr direkt mit in eurer Mail, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Ist das nicht schön? Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Dort heiße ich Funny Pilgrim. Und ja, wird euch gerne da auch lesen. Also, ihr könnt mir auch gerne schreiben und so. Also,
wenn ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal.